Das ist der Ort, an dem unsere Geschichte beginnt. Nicht gerade aufregend. Nur eine gewöhnliche Einfamilienhaussiedlung, wie wir sie am Rande jeder Stadt finden. Ich weiß. In meiner Branche gibt's diese Regel. Kehre niemals an den Tatort zurück. Aber Regeln haben mich noch nie interessiert. Schon damals nicht. Ich lasse ihn reden und reden, bis er nicht mehr kann. Und ich habe ein Werbegeschenk. Und einen Kugelschreiber. So muss das laufen, Viktor. Hast du ihn aber ganz schön übers Ohr gehauen, Toni. Ja, immer wachsam sein. Vor allem in unserer Branche. Das hallo? Wer ist denn da? Ich soll hier Blumen abgeben. Man hatte mich an diesem Tag mit Toni losgeschickt. Von den Jungs, die sonst mit ihm arbeiten, wusste ich, dass es nicht gerade ein Vergnügen wird. Toni behandelte jeden, der nicht mindestens doppelt so lange dabei war wie er, wie einen blutigen Anfänger, der nicht weiß, was zu tun ist. Wir kommen gleich dazu! Ich war in Topform. 2 Minuten, nachdem wir angeklopft hatten, herrschte Totenstille im Haus. Ich war ziemlich zufrieden mit mir. Nicht so ganz gut, Toni. Dir fehlt natürlich noch ein bisschen die Erfahrung, der Schliff. Hm? Schliff? Timing! Timing? Du solltest in Zukunft ein bisschen mehr auf die Leute eingehen. Vor allem... Aber was haben wir denn getan? Da denken Sie mal drüber nach. Eins ist ganz wichtig in unserem Beruf, mein Junge. Keine dummen Fragen stellen, verstanden? Na, was ist los? Es gibt noch viel zu tun, hopp, hopp! Das würde mein erster und letzter Job mit Toni sein. Ich würde in Zukunft selbstständig arbeiten. Teamarbeit war sowieso nicht mein Ding. Vielleicht noch einen Job. Wer weiß, wofür es gut war. Viktor, du könntest mir mal bei den Vorhängen helfen. Das war hundertprozentig die alte Schule. Niemand kümmert's, aber trotzdem alles verbergen. Bloß kein Risiko eingehen. Aber... Oh, oh. Was macht er denn jetzt schon wieder? Viktor! Ich mochte ihn von Anfang an. Und ich spürte, dass es bei ihm nicht anders war. Bei einem Hund weiß man gleich, ob es ehrlich gemeint ist. Bei einem Menschen ist das anders. Bei einem Menschen... Viktor! Den hätten wir beinahe vergessen. Ich warte im Wagen. Es kam langsam, aber es kam. Und es gibt einiges, das man leichter ausknüpfen kann als ein schlechtes Gewissen. Menschen können so grausam sein. Was ist los, Viktor? Irgendwas nicht in Ordnung? Nein, nein, Toni. Alles in Ordnung. Ja, das sah so aus. So allerhand ging mir durch den Kopf. Hatte ich noch nie etwas von Tierversuchen gehört, wo sie jungen Hunden ganz langsam Shampoo ins Auge tröpfeln, immer mehr und mehr, und wenn er das überlebt, ihm die Knochen brechen, um einen Kindersitz zu testen? Ich habe auch noch Parkett zu Hause. Das gibt bei jeder Zigarette Brandflecken. Toni hatte von all dem natürlich keine Ahnung. Ihn interessierten sowieso nur noch sein Haus und sein Auto. Aber für mich stand fest, wir mussten zurück. Wegen einem Hund? Na dann aber los! Ich fing an, Toni zu hassen. Sein schreckliches Gelächter war kaum noch zu ertragen. Aber noch schrecklicher war das, was passieren sollte. Junge! Mach dir doch keinen Kopf! Das ist bei mir erstmal immer so. Nur bei mir war das anders. Ich warte im Wagen, Partner. Wow, wow. Das ist das falsche Haus. Stell dir vor, das habe ich auch schon gemerkt.
Ich hole die Axt. Rudi! Hündchen. 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 Ich hab alles auf dem Klo. Wie damals bei Kennedy. Ich hoffe, Sie sind gut versichert. Ich mach dich kalt. Die gesamte Nachbarschaft schrie wild durcheinander. Ruhe, doch nicht alle durcheinander. Dann sah ich Toni. Offensichtlich musste er irgendetwas getan haben. Aber was? Toni. Toni, du Schwein! Du herzloses Arschloch! Ich weiß es genau, das hast du mit Absicht gemacht. Mit Absicht? Können Sie das vor Gericht bezeugen? Vor Gericht? Warum denn vor Gericht? Die beiden machen wir doch gleich hier fertig. Richtig! Der schießt ja! Das Schwein! Ihr Penner! Ruhe! Ruhe! Ja, das sieht schon ganz anders aus. Weg von meinem Wagen! Hier sind sie! Uli! Ich höre Schüsse. Da lang. Was ist da los? Rüber jetzt! Ich renn, Toni! Sagen Sie gleich, dass du Angst hast! Leck mich! Ich bin hier drüben, wenn du mich suchst! Damit war Toni für mich gestorben. Das ist Heinrich und Hermann. Die machen ihn fertig. Ja, da kann man es mal wieder sehen. Das Leben ist hart, aber ungerecht. Für Toni konnte es natürlich nicht besser gehen. Die Geschichte mit seinem Jaguar hätte er sowieso nicht überlebt. Aber der kleine, unschuldige Hund. Ich sehe ihn noch immer vor mir. Nichts würde ihn mehr zurückbringen. Toni war schuld an seinem Tod. So viel stand fest und er hatte dafür bezahlt. Aber dies ist jetzt alles Geschichte. Ich blieb in meinem Versteck und hatte jede Menge Zeit zum Nachdenken. Eins ist mir völlig unklar. Ich weiß bis heute noch nicht, wie sie mich entdeckt haben. Okay, Freundchen. Du bist umzingelt. Hier? Ihr könnt mir gar nichts. Hör mal zu, mein Junge. Ich zähle bis 10. Und dann 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ich hab hier drin eine Geißel. 2, 1. Nicht schießen! Er hat eine Geißel. Rudi hat eine Geißel. Oh Gott, er hat eine Geißel. Nicht schießen! Nicht schießen! Wenn ihr das tut, was ich euch sage, wird dir nichts passieren. Woher wissen wir, dass sie nicht blöffen? Geben sie uns ein Lebenszeichen! Reicht das? Oder wollt ihr mehr hören? Nicht schießen, nicht schießen. Also gut. Sagen Sie uns Ihre Forderung. Der Rest war eine Kleinigkeit. Oh, no.